Hallo und herzlich willkommen zurück zu Timberborn. Ja, wir sind hier in der Dürre noch. Und ich muss hier wieder mal erstmal gucken. Ja, hier läuft jetzt inzwischen sehr schön der Förster. Hier wird weitergebaut. So, ich weiß wie gesagt nicht, ob wir die Bewässerungsbarrieren unter Wasser bauen können. Ich hoffe es, weil hier soll das Abwasser lang. Sonst müssen wir dieses einmal trockenlegen. Dann bauen wir hier noch eine zweite Barriere rein. Wir testen es erstmal, aber es wäre auch kein Problem. Dann ziehen wir hier nochmal einen Deich lang. Und dann wird hier nur ein kleines Stück verseucht. Da, wo die Schleuse sind, ist. Vielleicht setzen wir die dann auch einfach vor. Also wir werden es hinkriegen. So, und hier soll dann die Zapferhütte entstehen. Da fehlen nur noch ein paar Bretter. Die haben wir tatsächlich nicht. Dann öffnen wir mal das Sägewerk hier. Und dann machen wir eine ordentliche Bretterproduktion. So, jetzt haben wir endlich auch einige Biber. 77 Erwachsene, 11 Jungtiere. Sollte es auch klappen. Aber ich habe natürlich noch was anderes vor. So. Und zwar möchte ich hier einen kleinen Bereich freiräumen einmal. Ich schau mal, wo es am besten geeignet wäre. Vielleicht direkt hier hinten. Oh, nee, das muss hier vorne sein. Ah, da entfernen wir ganz schön viel. Ah, dann machen wir. Entfernen wir mal den einen. Und die hier. Nee. Nee, nee, nee. Das geht nicht. So, also ich sag gleich, was ich hier machen möchte. Wir entfernen die vier. Und dann die beiden. Die drei, die beiden. Das ist weniger. Okay. So, hier kommt noch eine Wasserpumpe hin. Da muss hier auf jeden Fall auch noch was entfernt werden. Wenn ich das drehe, auf der Seite müsste richtig sein. Mal schnell gucken. So, hier kommt eine Wasserpumpe hin. Machen wir mal schnell weg. Da natürlich ein bisschen Weg, damit man hier rein kann. Das auch spiegeln, ja. Das heißt, den entfernen wir hier nicht. Sondern den hier. Also die Mangrove dort. Ziehen wir auch einmal hoch. So, wir setzen hier natürlich eine gespiegelte Wasserpumpe hin, damit man hier auch gut rankommt. Was ich hier machen möchte, ist ein kleines Becken raussprengen und das dann hier verbinden. So, da kommen wir hoch. Ich würde gerne noch an einer weiteren Stelle hochgehen. Und zwar hier. So. Dann würden wir hier noch mal einen mittleren Wassertank hinstellen. Hier noch mal ein bisschen Weg rein und einen Holzfäller zeitweise aufstellen, den wir auf jeden Fall hier voll
auslasten. Und hier mal das ganze tote Holz entfernen. Gut, dann. Ich weiß nicht, wie groß es sein soll, aber ich möchte hier auch grüne Fläche reinhaben. Machen wir mal 2 tief und so ein Stück. Und das Ganze dann würde dann hier durchgehen. Und am Ende würde hier auch ein Damm hinkommen. Was ich hier machen möchte, ist, wir werden mit dem Flüssigkeitsableiter das Becken hier füllen. Und solange wir hier noch keine Verbindung haben, wird dann hier langsam auch Wasser reinfließen. Wenn wir hier ein bisschen was freigesprengt haben. Und dann haben wir oben noch eine grüne Baufläche. Und das hier, das geht auch voran, aber es wird halt seine Zeit dauern. So gut, die kommen da überall hin, das ist sehr schön. Und das werden die auch fertig machen. Einmal ein bisschen Weg hier noch lang. Okay. Das kriegen die hin. So. Hier sieht es inzwischen ja schön sauber aus. Das ganze Abwasser ist... Oder das ganze... Was wir nicht wollen, das Faulwasser ist alles abgelaufen. Deswegen haben wir auch hier den kleinen Kanal mittendrin. Ist ganz praktisch, falls immer wieder was reinläuft, können wir es auch so wieder loswerden. Und hier kommt unser nächstes Becken hin. So dass wir hier nochmal eine kleine Holzproduktion haben. Ist natürlich dann auch sinnvoll, ich wurde auch darauf hingewiesen, schon vor einiger Zeit, dass es sinnvoll ist, bei Baustellen auch Holz zu haben. So, damit die Laufwege schön kurz sind. Wie sieht es eigentlich hier aus mit dem Wasserstand? Ja, schauen wir mal, das ist noch mehr als die Hälfte. Die Pumpen laufen. Das passt. So, dann können wir jetzt hier die Wasserpumpe hinsetzen. Und damit einen Weg verbinden. Okay. So, diese beiden Sachen setzen wir auch nochmal hoch. Das Holzlager ist voll. Wir setzen erst einmal hier eine Treppe hoch. Dann denke ich, dass wir hier einen zweiten Holzstapel raufsetzen. So. Das Ganze nochmal hier verbinden. Okay. Ja, dann schauen wir mal, wie wir hier ein Wasserbecken brauchen, wie groß und alles. Ich denke, es wird ganz gut klappen. Die beiden werden gebaut hier. Das sollte ja auch alles schnell bauen. Andere wichtige Sachen haben wir tatsächlich nicht. Das ist sehr schön. Zapferhütte läuft, aber die deaktivieren wir mal. Das, was hier gepflanzt wird an Kiefern, das soll alles... Naja, es soll nicht gehackt werden. Es soll erstmal nur für die Zapferhütte sein. Hier drin sollen ein paar Mangroven sein. Da können wir noch in der Nahrungsproduktion ein bisschen haben. Und die Eichen sollen hier alle abgeerntet werden. Schauen wir mal nach der Reichweite. Hier oben kommen wir nicht hin. Das ist schade. So, dann können wir entweder hier machen oder dort.
Vielleicht nutzen wir es auch anders, die Fläche. Oder vergrößern sie später, indem wir hier Erde aufschütten. Weil eigentlich brauchen wir das Wasserbecken hier auch gar nicht. Das nutzen wir jetzt einfach, um hier alles unter Wasser zu setzen und so mehr grüne Fläche zu haben. Für die Erde brauchen wir Golems. Hier Roboterteilefabrik. Die brauchen wir. Das ist die Roboterfabrik, die Ladestation, Kontrollturm, Schmierfett brauchen wir sicherlich auch. Das müssen wir dann alles machen. Gut. So, und hier genau stauen wir auch ein bisschen. Ja, Faulwasser. Dass ich nie auf den Namen komme. Faulwasser. Ja, das stauen wir hier. Genau, das ist auch auf wichtig gestellt. Zu weit vom Distrikt entfernt. Ja, hier muss das erst gebaut werden. Deswegen haben wir auch keine Bretter. Und die Nachfrage. Okay. Die können wir mal deaktivieren. Wir haben niemanden, der kontaminiert ist. Das reduziert schon mal die Nachfrage. So. Das Extrakt brauchen wir auch für Dynamit. Hier werden die auch bald gebaut, die Sachen. Vermutlich hätten wir auch eine bessere Lösung finden können, um das Wasser anständiger abzuleiten. Aber dann hätten wir wahrscheinlich hier noch stauen müssen und hier einmal so lang, damit hier nicht alles überflutet wird. Aber hier den Bereich, den brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Und den hier hinten brauchen wir wohl auch nicht, die Bauarbeiterunterkunft. Vielleicht wäre da auch einfach ein Schlepperposten besser. So ein weiterer. Ja, reiß mir das mal ab. Wir kriegen Holz zurück. Und wir setzen dann nochmal einen Schlepperposten hin. Halt. Noch nicht. Die kommen nicht mehr an das Holz ran, wenn wir das machen. So, bald ist es soweit. Hier sieht man jetzt auch den Vorteil von dem Kanal. Es ist wenigstens eine kleine Verbindung, wo wir von hier aus Wasser schöpfen können. Das sollten wir demnächst auch noch mal breiter machen. Entferne dazu einmal den Weg. Und hier passen wir ihn auch noch mal ein bisschen an. Der Weg muss natürlich bestehen bleiben, aber hier ganz am Rand. So, und der kommt auch weg, den brauchen wir nicht. Oder noch nicht. Das ist mal Planung und ich werde es ja langsam hier machen. Also, so, wir bauen hier das Dynamit lang, dann auf die Seite. Nee. Nee, 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 nee. Das muss hier einmal durch. Und wenn wir es verbreitern, noch einmal hier. So. Gut, als nächstes
kommt hier ein Weg rüber. Dynamit. Zweifach. So, die beiden hier entferne ich auch. Und das wollen wir sofort sprengen. So. Der Rest hier ist unwichtig erstmal. So, der Plan ist, wir bauen uns hier wieder rüber. Schön einen Weg rüber, setzen das Dynamit und würden dann hier später alles sprengen, weil wir hier dann durchkommen und 3 sollte reichen. So, dann hier nochmal einen Weg runter. Und dann können wir hier auch nochmal Dynamit platzieren. Und dann haben wir einen schönen Kanal und würden dann hier nach und nach alles auch nochmal vertiefen. Und hätten wieder mehr Wasser zur Verfügung. Okay, hier werden schön die Bäume gepflanzt. Und da ist es auch fast fertig. Sehr schön. Das schließen wir auch direkt mal. Sonst verdunstet hier einfach viel zu viel. So. Öffnen lohnt sich. Ja, machen wir mal auf 0,5. Und hier können wir auch schon alles ein bisschen öffnen. 2,5. Und 0,5. So. Gut. Das geht hier auf jeden Fall ein bisschen voran. Das hier werden wir auch nochmal runtersetzen, das Dynamit. Jedenfalls hier vorne im Bereich. Es reicht, wenn sie hier erstmal machen. Das werden wir nach und nach errichten. Und dann werden wir hier das Ganze fertig machen, damit wir hier schon mal grüne Fläche haben. Wichtiger ist da hinten, dass wir hier auch noch bald anfangen können. Beziehungsweise es geht mir nur darum, dass wir hier schon mal die Brücke bauen können, damit wir später hier auf die andere Seite auch kommen. So, hier nochmal runter die Treppe. So, Flut vorbei. Okay. So, dass wir hier auch alles platzieren können. Und dann machen wir hier den Bereich auch noch später weg und dann wird es hier drin noch tiefer gebaut. So, die bauen hier alles. Sehr schön. Vielleicht sollte das einfach mal hier hin. Das nimmt. Man hat nie genug Fläche. Wir könnten es so hinstellen. Wir haben ja gesehen, hier sinkt am Ende auch das Wasser. Das müssten wir nochmal abtrennen, damit wir ein Becken haben. Das will ich aber gar nicht. Deswegen, obwohl, wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, wenn wir das tun würden, sodass wir das hier nochmal ordentlich füllen können als Reserve. Oder wir sprengen einfach den Hügel hier ein bisschen runter. Das würde wohl auch gehen. So, da kommt dann auch das Faulwasser. Dann können wir die Pumpe hier mal aktivieren.
Und nicht den Pfad. Die Plünderflagge. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die ausgeschaltet habe. Ah, ich weiß wieder. Halt. Ich weiß es wieder. Die Plünderflagge bleibt aus, weil ich den Weg hier entfernen möchte. So. Also die Treppe. Hier noch ein Stück Weg. Und jetzt wird das ein nach hinten gesetzt. Und hier unter kommt eine Bewässerungsbarriere. So war der Plan. So, machen wir mal hier auf. Jetzt füllt sich hier alles sehr schön. Ja, sehr gut. So. Aber das soll es dann jetzt auch von dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss.